Die Geschichte des Mückenberger Schlosses beginnt hier im Schlosspark. Hier auf dieser Wiese errichtete im 18. Jahrhundert die Freifrau von Löwenthal das Mückenberger Schloss. Wie das Mückenberger Schloss einst ausgesehen haben, schauen wir uns nun an. Liebe Zuschauer, wir haben jetzt einen gewaltigen Sprung gemacht vom Schlosspark hier in die Heimatstube des Kultur- und Heimatvereines in Lauchhammer. Und hier wollen wir uns das Schloss anschauen. Aber zunächst sind wir zu Gast beim Vorsitzenden des Kultur- und Heimatvereines hier in Lauchhammer. Herr Bönisch, stellen Sie sich doch einfach mal unseren Fernsehzuschauern vor. Ja, mein Name ist Heinz Bünisch, Sie sagten es ja schon. Ich bin Vorsitzender des Kultur- und Heimatvereins Lauchhammer e.V. Und unser Verein wurde 1995 gegründet. Als Mitglied des Vereins sind wir natürlich, oder alle Mitglieder des Vereins sind natürlich bestrebt, unsere kulturellen Güter bzw. unsere Geschichte aufzuarbeiten und allen Bürgern der Stadt nahezubringen. Der Heimatverein arbeitet ja auch eine Besonderheit auf, das heißt nämlich, Sie wollen die Geschichte der Stadt Lauchhammer aufarbeiten. Lauchhammer hat ja erst 50 Jahre das Stadtrecht und da gab es ja vorher viele Gemeinden, die zu einer Stadt zusammengeschlossen sind. Und Sie verstehen sich aber als ein Heimatverein, der insgesamt diese heutigen Stadtteile sozusagen in ihrer Geschichte wieder lebendig machen will. Das ist richtig. Lauchhammer wurde ja erst 1953 das Stadtrecht verliehen. Vorher gab es 1950 die Gründung der Großgemeinde Lauchhammer. Und da wurden aus den einzelnen Gemeinden wie Mückenberg, Bockwitz, Nauendorf, Lauchhammer, Altlauchhammer, Tolsteida wurde Lauchhammer Süd, Tolsteida, Bockwitz Mitte, West Mückenberg und Nauendorf und Ost als Lauchhammer Ost. Das ist praktisch der Vorgänger und alle diese Geschichten bzw. die geschichtlichen Hintergründe der einzelnen Dörfer wollen wir auch weiter unserer Bevölkerung nahebringen und im Prinzip auch die alten Begriffe noch zu erhalten. Bis zur Gründung oder bis zur Neufestsetzung, dass der Kreis Senftenberg gegründet wurde, gehörte Lauchhammer zum Kreis Liebenwerda. Ich selbst bin stolz darauf, bin noch im Kreis Liebenwerda geboren, in Tolsteida. Und das ist so, dass wir zum Kreis Liebenwerda gehört haben. Liebe Zuschauer, eine kleine Premiere haben wir heute im Fernsehen. Wir wollen Ihnen Herrn Klaus, Herrn Alexander Klaus vorstellen, der das Modell des Mückenberger Schlosses gebaut hat. Herr Klaus, wie sind Sie eigentlich dazu gekommen, so ein gewaltiges Modell, nämlich das Mückenberger Schloss, zu bauen? Ich als alter Mückenberger bin vor einigen Jahren zu einer Zeichnung gekommen, die mich bewogen hat, eine größere Zeit lang, daraus was zu machen. Und da wusste ich nicht recht, wie ich das anbringen konnte und habe mich über lange Zeit Gedanken darüber gemacht, bis ich unseren Heimatvereinsvorsitzenden, Herrn Böhnescheins, und den Ortschronisten von speziell Mückenberg, dem heutigen Lauchhammer West, dazu bewegen konnte, dass wir uns zusammenschlossen und ich den Vorschlag unterbreitet habe, das alte, untergegangene Mückenberger Schloss wenigstens bildlich der Jugend irgendwie mal nahezubringen. Das war eigentlich die Ursprungszeichnung, die ich vor einigen Jahren erwarb, ohne irgendwelche Maßhaltungen, die gegeben waren, außer dem Maßstab und der mir eben nur verriet, dass ich hier was daraus machen musste. Wir haben uns im Verein darauf entschieden,
dazu entschlossen, den Vereins, den Maßstab auf eine sichtbare Größe zu bringen. Bei 1 zu 100 wäre das nicht machbar, ansehmäßig, sichtmäßig. Da haben wir dann aus den 100 1 zu 50 gemacht. Und so sind wir dann stückweise vorangekommen, die Grundlage zu erstellen. Wir haben uns im alten Mückenberg, dem heutigen Lauchhammer West, kundig gemacht bei älteren Bürgern. Und da sind wir zu Objekten gekommen, die uns einiges noch verraten konnten. Unter anderem ist hier eine Zeichnung aus etwa eine Darstellung aus dem 17. Jahrhundert, Ende des 17. Jahrhunderts, wo das Mückenberger Schloss als Faksimile dargestellt ist und die alte Elsterniederung zeigt. So, die Erbauerin des Schlosses, von der existiert auch nur noch eine Metallbüste. Da gab es mal ein großes Bild im Schlossgebäude, das ist alles mit untergegangen, verbrannt und kein Nachweis irgendwelcher Art vom Schloss direkt ist noch übrig geblieben. Das zeigt das Schloss von der Seite, als wir noch zur Provinz Sachsen gehörten, vom Park seitig aus. Eine Tafel vom Schlossparkgelände, die zeigt eben diese ganze Anlage insgesamt mit vielen Baulichkeiten. Das alte Schloss, das neue Anbauteil, die Stallungen und so weiter, was zum Schloss gehörte. Verwaltung, Bubiak, ehemalig Aktiengesellschaft der Braunkohle, das alte Schloss mit dem Anbau von 1737 und der Anbau 1920 bis 22. Dazu die Gebäude der Stallungen, ein Torhaus, eine Orangerie, eine alte Schlosskapelle, ein Brauhaus, die Kirche evangelisch, Kavaliershaus, das Haus des Försters und dann das Pfarrgrundstück. Das steht heute noch als schönes Stück mit Vertäfelung an der Steinstraße. Das Ganze bildet den inneren oder engeren Schlosspark. Wir sehen hier das Altgebäude des Schlosses, der Ursprung, den die Frau von Löwenthal erbaut hat. Das ist also das alte parkseitig gesehen mit großer Freitreppe. Und das war ein Symbol auf dem Schloss, was über Jahrhunderte sich bewährt hat. Bis zum Brand, bis alles zusammenfiel. Und das ist für jeden Mückenberger eben eine Attraktion gewesen, sagt man. Und hier hat sich 1920 bis 22 erforderlich gemacht, weil das Schloss eigentlich Verwaltung war von der Braunkohlenaktiengesellschaft und es nicht mehr ausreichte, hat man dann einen Anbau gefertigt, im gleichen Stil sächsischer Barock, angeglichen zu dem Altbau. Und das Schloss ist 1735 erbaut, bis 37. Und auf diesem Platz befand sich, soll gewesen sein, das ehemalige Schleinitzer Schloss, was die Freifrau hat abreißen lassen und sich daneben das bauen ließ. Und das hat in Bezug Schleinitz, die drei Schleinitzer Schlösser waren das Mückenberger, das Saatheimer und in Schleinitz in Sachsen zwischen Meißen und Riesa etwa gelegen. Die drei Schlösser Schleinitz hatten einen Bezug zueinander, wogegen es dann später kam zu einem Dreierbund an der Elster, dem Mückenberger, dem Elsterwerdaer und dem Saatheimer Schloss. Das waren die sogenannten Löwenthalschen Schlösser. Zu etwa gleicher Zeit von Löwenthal beherrscht. Und das verblieb bis zum Tode seiner Ehefrau, der Benedikta Margareta, in dessen Besitz und hat dann vererbt an die von Einsiedels. Die haben das weiter betrieben und bis es dann eben 1920 Aktiengesellschaft wurde.
So, und das Ganze war ehemals ein Wasserschloss. Das zeigt sich hier nochmal an dem Wassergraben, dem Schlossgraben, der früher mal das ganze Schloss umspülte, in Art Nebenarm der Schwarzen Elster. Hier sehen wir das Schloss nochmal von der anderen Seite, und zwar von den sogenannten Stallungen aus. Hier befand sich ein riesengroßes Rondell, wo sich die Herkulanerin, vergleichsweise viele nannten sie die Freifrau von Löwenthal, es war aber eine Vestalin, eine römische Priesterin, die sich da hier auf diesem großen Rondell befand, verglichen. So, und das ist hier nur ein Rest. Hier war der große Hauptweg vom Eingang des Schlosses über eine Brücke. Und wie gesagt, hier ehemalig das alte Schleinitzer Schloss. Das Abgerissene. Herr Klaus, vielleicht können wir noch mal ein bisschen auf Details eingehen. Ich sehe hier Dachgauben, Zäune, Lampen. All diese Dinge haben Sie ja in mühevoller Kleinarbeit hier dem Schloss zugefügt. Das ergab eigentlich die mühselige Arbeit über ein Jahr, die ich mir geleistet habe hier in Umfragen an der Bevölkerung von Mückenberg. Die hatten noch einige Bilder, Dokumente und Raritäten, die ich da erstand und die wir uns im Verein dokumentieren konnten. Und von denen haben wir dann unsere Nachweise gesammelt und so möglich, wie es war, eben erstehen lassen. Wir wussten anfangs nicht, ob diese Dach Teile hier rund waren. Ich hatte sie anfangs rund gestaltet, bis ich dann an verschiedenen, ganz schwach zu deutenden Bildern sehen konnte, es müssen doch Spitzdächer gewesen sein. Ja. Und so eine kleine Sache, die man eben, wie gesagt, nicht ganz im Detail nachweisen kann. Aber im Großen und Ganzen möchte ich sagen, dass es uns so leidlich gelungen ist. Herr Klaus, was für Material haben Sie denn für dieses Mückenberger Schloss verwandt? Wir haben uns festgelegt auf Sperrholz. Spontan 12 und 8 mm Wanddicke, und wir sind auch gut gefahren damit. Das Ganze stellt einen Körper dar, den könnten wir einen Butterberg runterrollern. Das Ding würde nicht kaputt gehen, möchte ich behaupten, außer diesen kleinen Äußerlichkeiten. Ja. Ja. Das ist wirklich von Stabilität. Vor allen Dingen ist noch eins so interessant, das Schloss ist ja nur 45 abgebrannt. Und wenn wir uns dann nachher mal den Ort des Geschehens, des traurigen Geschehens ansehen, dann sehen wir nichts weiter als mehr Rasen und ein bisschen Gebüsch. Das ist die Traurigkeit an dem Ganzen. Das ist schade darum. Am Risalit, hinterseitig vom Schlosspark aus gesehen, befindet sich ein Spruch, angebracht in ehemals goldenen Lettern, der sagt in lateinischer Schrift aus der gesegneten Frau Margarete von Löwenthal aus dem hochedlen Geschlecht derer von Rantzau geborene, dass diese Gebäude 1737 herrlich errichtet hat. In Erfurt die dankbaren Erben 1836, das sind die der Einsiedels, die Nachfolger der Löwenthals, die das dann weitergeführt haben. Einmal die Schlossgeschichte und auch das Eisenwerk in Lauchhammer, Kunstguss und Eisenguss. Das Lokalfernsehen Elster TV möchte sich ganz herzlich bedanken, dass Sie einfach heute uns mal dieses Schloss vorgestellt haben. Da gehört ja ein bisschen mehr als ein Hobby dazu. Wir haben eine Hobbysendung, darum haben wir das auch zum Anlass gemacht. Und am Schluss haben wir uns einfach immer mit einem originellen Geschenk bei den Machern bedankt. Wir haben Ihnen einfach die Werkzeuge, die Sie hier gebraucht haben, für dieses Schloss mal in Schokolade formen lassen, ist vielleicht eine Erinnerung an diese lange Zeit,
die Sie brauchten, um dieses Schloss zu bauen. Lassen Sie es entweder schmecken oder heben Sie es auf. Bitte schön, Herr Glanz. Ich bedanke mich recht herzlich. Darüber bin ich natürlich wirklich ehrlich überrascht. Sowas habe ich noch nicht gesehen. Und wirklich für diese Überraschung bedanke ich mich äußerlich. Das müssen wir im Verein zeigen. Ne?